likely. Wieso? Gewürze braucht man doch immer. So, wir können 2 Talentpunkte vergeben. Das werden wir natürlich so gleich tun. Was ich auf jeden Fall noch dazu nehmen will in diesem Anfänger-Trainingsbaum, ist Energieregeneration im Kampf plus 10%. Und nochmal plus 10% und Energie plus 1. Ach nee, Energie plus 1 kommt nur dazu. Also das sind eigentlich diese 5 Punkte, die man vergeben sollte. Den Rest lasse ich immer weg. Energieregeneration außerhalb eines Kampfes interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Deswegen weiß ich nicht, warum man diese Fähigkeit da hat. Etwas Neues in The Witcher 2 stellen auch die Mutagene dar, die man in bestimmte Fähigkeiten-Slots mit einfügen kann. Die bringen dann nochmal besondere Boni. Mutagene haben wir jetzt allerdings noch nicht. Manche davon sind recht selten, andere wiederum gar nicht. Aber dazu kommen wir noch. So, musste ich irgendetwas brauen? Vielleicht Schwalbe. Was können wir noch gebrauchen? Braunöl war, glaube ich, gegen... Ja, das war für Blutung. Falkas Blut ist immer recht gut. Erhöht nämlich die... den Maximalschaden unserer Schwerter. So, und jetzt sehen wir auch oben links, dass unsere Magieanzeige, unsere Ausdaueranzeige einen Balken dazu bekommen hat. Geht zur Hinrichtung auf dem Marktplatz. Ja, scheinbar ist da irgendeine Exekution am Laufen. Squirrels are our very wolves. Yorveth led them. I saw him with my own eyes. Who are these blokes? Ja, schauen wir jetzt erstmal ein bisschen rum. Ziemlich viele Wachen hier. Hier haben wir noch ein Schiff vor Anker, sogar mehrere. Ja, und das ist die Faktorei Flotsam. Wie gesagt, lebt sehr vom Handel der vorbeiziehenden Händlerschiffe, ja. Viele Händler sind hier auch scheinbar gerade mehr oder weniger gefangen. Was haben denn wir hier? Sei gegrüßt. Sei auch gegrüßt. Du bist unfreundlich. Du ziehst einfach von dannen. Lässt mich dann nicht mehr durch und schreibst irgendwelche... Platz mich nicht so an. Bloody hell. Ihr seid alle wirklich komisch drauf. Verfluchte Scheiße. Ha, ja, ha. Was sagt man dazu? Was haben wir denn hier? Können wir uns das anschauen? Durchsuchen, Leder, untersuchen. Gesucht, tot oder lebendig. Der Elf Yorveth, Anführer einer Einheit der Squirtle. Ja, das Bild trifft ihn wirklich gut. Sammeln wir erstmal diese ganzen Crafting-Sachen ein. Holzklotz, Pechdraht, Tuch, Amethyststaub. Das sind alles Dinge, die wir brauchen. Ich werde euch natürlich später noch sagen, warum wir das brauchen. Was haben wir hier? Allen kund und zu wissen, dass auf die Tötung des Kairan, einer abscheulichen Flussbestie, eine stattliche Belohnung ausgesetzt ist. Also das Abbild sieht schon mal bedrohlich aus. Oh no, I'm not talking to a freak. What? Be off, or I'll call the guards. Ich rufe auch die Wachen. Wegen deines Styling-Aussetzers. Ich glaube, da würden selbst bei Harald Glöckler jegliche Gesichtszüge entgleisen, obwohl der Kerl mit Botox vollgestopft ist. Wie Tine Wittler mit McDonald's Junkfood. So, Pechdraht, Tuch. Alles Dinge, die wir uns hier zusammenklauen können. Der Steinmedaillon brauche ich, glaube ich, nicht. Ich habe jedenfalls noch keine sinnvolle Verwendung dafür gefunden. Pechdraht... Rotes Meteoritenerz. Ich nehme Meteoritenerz immer gerne mit, auch in Mengen, die jenseits jeglicher Vorstellungskraft sind. Pechdraht, Leder. Natürlich müllt es ein bisschen das Inventar jetzt zu und es ist auch recht voll dann alles, aber es ist notwendig. Wen haben wir denn da noch? Jemanden mit einer recht langen Keule. Hört auf, das bitte falsch zu verstehen. Ich finde euch ziemlich pervers, muss ich gestehen. Ihr versteht mich immer falsch. Das finde ich nicht gut. So, das nehmen wir alles mit. Holzklotz. Normalerweise sitzt hier immer ein Typ, mit dem man noch Armdrücken machen kann. Ist es der da? Scheinbar will er gerade nicht mit uns reden. Ja, schauen wir uns erstmal die Karte an.
Hier ist das kleine Dörfchen, Städtchen, Flotsam, wie auch immer. Wir haben hier natürlich mehrere Handwerker, die wir jetzt schon auf der Karte sehen. Wir haben eine Schenke, die hatten wir ja auch in Vizima in Teil 1. Und wir haben die aktuelle Quest, dem Henker in die Parade gefahren. Schauen wir uns im Journal an, ob wir schon einen Eintrag zu Flotsam haben. Haben wir. Und das Bordell wird natürlich extra angezeigt. Ein Place of Interest für Geralt Flotsam. Die Faktorei Flotsam liegt im Pontatal am Oberlauf des Flusses inmitten eines unzugänglichen Waldes. Mehrere Handelsrouten kreuzen sich hier an der Grenze zwischen Temerien und Erdirn. Die Reise auf dem Landweg nach Flotsam ist mühsam und riskant aufgrund zahlreicher Elfeneinheiten im Wald. Doch es heißt, Elfen sind wie Katzen, sie mögen kein Wasser. Deshalb wählten die meisten Reisenden und Kaufleute den Ponta als Weg. Lastkähne, Flöße und kleinere Segelschiffe, aber auch manche Hochseekoggen ankern hier und sorgen für regen Warenaustausch zwischen Erdirn, Catwyn, Temerien, Redanion und Sidaris an der Küste. So nimmt die ökonomische Bedeutsamkeit der kleinen Ortschaft nicht Wunder. Und wer Flotsam kontrolliert, verdient kräftig mit am Handel. Und das wäre in dem Fall Bernhard Loredo, den wir noch kennenlernen werden. Als unsere Geschichte begann, gehörte Flotsam zu Temerien und ihre kleine Garnison sollte Recht und Ordnung durchsetzen und vor Flusspiraten, Skirtel und Monstern aus den umliegenden Wäldern schützen. Hier stand schon, als unsere Geschichte begann, gehörte Flotsam zu Temerien. Wir werden sehen, wie sich das eventuell im Laufe der Geschichte ändern könnte. Bordell. Das Bordell war eine von zwei Attraktionen in Flotsam, die für Einheimische wie Durchreisende zugänglich sind. Im Gegensatz zum Galgen hatte es jedoch feste Öffnungszeiten, ein Standardrepertoire und eine Stammbelegschaft. Sehr schön. Quest. Harte Landung hatten wir schon. Abgeschlossen. Ein Schwert gegen Monster. Auch. Ja. Endlich hatte Geralt wieder ein Schwert, mit dem er aber... Blablabla. Ja. Das ist alles noch in Ordnung. Handwerk. Das Hexer-Silberschwert war neu. Hier sehen wir auch immer die erforderlichen Zutaten. Und das sind, wie gesagt, die Schemata, die wir bisher haben. Reißzahn. Dürfte eine Falle sein. Und die Lederhose dürfte eine Hose sein. Nicht interessant für Kord. Für uns jedoch schon. Pechdraht. Leder, Leder, Pechdraht. Ich bin schon wieder überlastet. Das kann so nicht angehen. Gott sei Dank haben wir hier irgendwo eine Truhe, wo wir Sachen zwischenlagern können. Der kleine Knüppel kann weg. Das zemerische Schwert kann ebenfalls weg. Das dürfte alles stärker sein. Besonders die Mondklinge. Ja, das ist alles schwächer. Schmeißen wir einfach alles weg. Orange haben wir 802. Geld werden wir zur Genüge brauchen. Johann Cabrera, rede mit mir. Wenigstens ein "Ich grüße Sie" kommt aus deinem Munde. Metall! Warum bist du so freundlich zu mir? Willst du mich irgendwie bezirzen oder sowas? Lecker gedeckt, darf ich auch einen Schlag essen natürlich. Blütenblätter der weißen Myrte, jede Menge Pflanzen, die wir hier einsammeln können, für unsere Tränke gar nicht verkehrt. Komm, da war schon was, da war was, da war was, ich hab's gesehen! Alraunenwurzel, Schöllkraut, immer gerne. Flotsam ist als Stadt bzw. als Ortschaft jetzt nicht besonders groß, also von Vizima sind wir anderes gewöhnt. So, jetzt haben wir den Hafen hier vor uns. Da ist nochmal so ein kleines Türmchen. Das kann man hier alles anschauen. Da sind Wachen, die mich wahrscheinlich nicht durchlassen werden. Dann kann man hier unten noch lang gehen. Man kann auch gemütlich lang gehen. Ich grüße dich. Wieso guckst du mich an? Wieso hustest du mich an? Ich will deinen Bacillus. Bacillus Brutalus will ich nicht. Hau ab mit dem Scheiß. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum Versammlungsplatz. Hier haben wir das Handwerkerviertel.
gehen wir einfach mal in ein Haus rein und schauen uns das an, was hier so abgeht. Jede Menge Schuhe. Also hier wohnt entweder eine Frau oder 20 Männer. Oder gar keiner. Nehmen wir alles mit. Einen Käseleib. Ich stehe auf Käse. Das nehmen wir auch alles mit. Das nehmen wir auch alles mit. Das Tuch nehmen wir auch gerne mit. Und die Orange nehmen wir auch gerne mit. Dankeschön. Ich lasse einen Zettel da. So. Viertel der Anderlinge. Es gibt also auch ein Anderlingsviertel hier. Ein Schwein und es ist tot. Und es hat sich offensichtlich reichlich betrunken. Also wird es wohl nur schlafen. Ein besoffenes Schwein. Nein. Kennen wir nur zur Genüge. Zum Beispiel aus meinem Let's Play von The Witcher 1. Da kennen wir auch ein besoffenes Schwein zur Genüge. Was haben wir hier? Are you deaf? Gates closed until further notice. I've had enough. The Commandant will hear of this. Oh, go to hell! When will you open the gates, soldier? After the execution. Cedric will peer out, confirm that it's calm, then we'll open them. Don't ask me how he knows, but he's yet to be wrong, that elf of ours. What's this execution about? Go to the square, see for yourself. Also die Tore nach außerhalb sind... Oh, du musst dich doch nicht so sehr vor mir entblößen. Ich mag es, wenn man sich vor mich entblößt und Geralt mag es auch. Vor mir entblößt, aber so sehr, dass es mir dann doch ein Schritt zu viel oder vielleicht sogar zwei Schritte zu viel. Holzklotz. Ich merke mir einfach mal, dass da einer ist. Also wir leben hier wirklich in unsicheren Zeiten. So, diese Tür müssen wir öffnen. Das führt uns direkt zum Hinrichtungsplatz führen. Allerdings mache ich das erst im nächsten Video. Und dann werden wir doch mal sehen, was da abgeht. Ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemliche Sender, was heißt Sensation? Es ist ein Spektakel für die Leute natürlich. Da wird wahrscheinlich jeden Tag irgendeiner hingerichtet. Und es wundert mich, dass hier dann noch so viele Leute wohnen können. Aber ist immer schön anzusehen für die Menschen, die sonst nichts zu tun haben. So, bis zum nächsten Mal zu Let's Play Witcher 2.